Ja, es läutet der Telefon. Hallo? Rick, ich bin es. Ich störe hoffentlich nicht. Oh, Claire, ich bin vor dem Fernseher eingeschlafen. Wie viel Uhr ist es? Fast 22 Uhr. Entschuldige, dass ich dich geweckt habe. Soll ich morgen nochmal anrufen? Nein, nein. Ich habe sowieso schlecht geträumt. Sobald ich einschlafe, erlebe ich immer wieder dieselben alten Geschichten. Hast du immer noch Albträume wegen des Chicago-Killers? Rick, du musst endlich aufhören, über all das nachzudenken. Das ist alles schon fast 4 Jahre her. Sag das meinem Unterbewusstsein. Hast du mich wegen des Falls angerufen? Ich habe die vorläufigen Ergebnisse von Alan Dunnigans Autopsie. Lass mich raten. Der Killer hat keine Spuren hinterlassen? Absolut nichts. Die Leiche wurde sorgfältig von allen Hinweisen gereinigt, die uns auf die Spur des Killers hätten führen können. Der Modus operandi scheint wie bei den anderen Opfern zu sein. Verschiedene Wunden, um ihnen Schmerzen zuzufügen, dann eine Kugel, die den Tod herbeiführt. Mein Gott, das läuft jetzt fast seit 3 Jahren so und dieses Arschloch hat nicht einen einzigen Fehler gemacht. Wie lange wirst du in Maine bleiben? Ich muss ein paar mögliche Zeugen befragen. Garrus will, dass wir streng nach Vorschrift vorgehen, aber ich bezweifle, dass dabei etwas herauskommen wird. Ach ja, dein neuer Partner. Frisch von der Quantico-Akademie. Ich muss auflegen, Claire. Hernandez fährt in den Nachrichten wieder ihre üble Masche. In Ordnung. Ich rufe dich an, wenn ich etwas Neues habe. Pass auf dich auf. Die furchtbar entstellte Leiche von Alan Dunnigan wurde heute Morgen aufgefunden. Sie wurde am Rande der Route 201, weniger als eine Meile außerhalb einer kleinen Stadt namens Jackman in Maine gefunden. Die junge Frau aus Houghton war am 22. September verschwunden. Der Modus operandi lässt keinen Zweifel an der Identität des Killers. Dies ist zweifellos das nächste Kapitel des abscheulichen Amoklaufs des Ostküstenkillers. Wie schon bei den vorherigen Morden hat der Killer das Leiden gefilmt, das er seinen Opfern zugefügt hat. Anschließend hat er eine DVD mit den Aufzeichnungen an Behörden und Medien geschickt. Das FBI verweigerte nach Bekanntwerden dieses neuen Verbrechens jeglichen Kommentar. Special Agent McPherson, die von Anfang an auf den Fall angesetzt wurde, scheint absolut unfähig zu sein, in dieser Sache irgendwelche Fortschritte zu machen. Wie viele unschuldige Opfer müssen noch sterben, bis der Killer gestoppt wird? Eine legitime Frage angesichts der mangelhaften Ergebnisse der Ermittler. Das war Paloma Hernandez für 5 TV. Ich bin also absolut unfähig, dieses Miststück. McPherson. Paloma Hernandez. Erinnern Sie sich an mich, Agent McPherson? Leider ja. Ich habe gerade Ihre Visage im Fernsehen gesehen. So eine traumatische Erfahrung vergisst man nicht. Sehr witzig. Hören Sie zu, ich weiß, dass Sie meine Arbeit nicht zu würdigen wissen. Aber ich habe nichts gegen Sie persönlich. Ich muss auch meine Rechnungen bezahlen. Und die Konkurrenz ist hart. Oh, das bricht mir wirklich das Herz, Hernandez. Satteln Sie um. Das FBI sucht neue Mitarbeiter. Ich rufe nicht an, um mich zu entschuldigen. Ich habe Ihnen ein Angebot zu machen. Können wir im Bishop Motel in Jackman ein bisschen plaudern? Hören Sie, wenn Sie mich für Ihre Fernsehspielchen anheuern wollen, muss ich Ihr Angebot leider ausschlagen. Ich habe einen Informanten. Er hat gewisse Informationen über den Killer gefunden. Ich bin bereit, sie preiszugeben. Im Gegenzug möchte ich exklusiven Zugang zur FBI-Untersuchung. Auf diese Weise würden wir zusammenarbeiten, anstatt uns weiter Steine in den Weg zu legen. Was halten Sie davon? Soll das ein Witz sein? Sie machen mir seit Beginn dieses Falles das Leben zur Hölle und jetzt wollen Sie, dass wir beste Freundinnen werden, weil es Ihnen gerade so in den Kram passt? Sie haben Informationen über den Killer? Dann her damit! Keine weiteren Bedingungen! Wenn Sie Beweismittel zurückhalten oder unsere Ermittlungen auf irgendeine Weise behindern, werde ich Sie einbuchten lassen. Unangenehme Träume, Hernandez! Wenn Sie auflegen. Hier ist Rick McPherson. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht.
Aufnahme Ende. Drücken Sie die Rautetaste, um die Nachricht erneut anzuhören. Star meines nächsten Films ist endlich wach. Willkommen in meinem bescheidenen Heim, Miss Hernandez. Du musst dir ziemlich verloren vorkommen. Keine Sorge, ich werde gut auf dich aufpassen. So, was tun wir jetzt? Also nach der langen Sequenz sind wir jetzt im Moment nicht als Vicky McPherson unterwegs, pass auf. Paloma befreien? Sind wir der Braut des Todes? Die Absichten des Mörders? Pass auf, fragen wir mal nach den Absichten des Mörders. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben. Vielleicht können wir eine Abmachung treffen. Das bezweifle ich. Ich will die beseitigen, die mir auf den Fersen sind. Ihr Stören amüsiert mich nicht mehr. Auch du gehörst zu diesem Personenkreis, Hernandez. Du hast mir den Namen Ostküstenkiller verpasst. Es ist an der Zeit, dass du verstehst, was sich hinter diesen leeren Worten verbirgt. So, wie wär's denn mit dem mysteriösen Informanten? Ich weiß, wer dein Informant ist. Ein ehemaliger FBI-Agent namens Hawker. Er wird sterben, genau wie du. Natürlich werde ich seinen Tod beschleunigen. Er hat nicht deinen Charme. So. Ja, was nicht? Dann mal befreien. Lassen Sie mich gehen. Ich werde niemandem erzählen, was passiert ist. Da hast du recht, meine Hübsche. Ich habe viel auf mich genommen, um dich hierher zu bringen. Und jetzt willst du, dass ich all meine schönen Pläne einfach aufgebe. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich alles zu Ende bringe. Und manchmal sogar mehr als das. Ja, ich befürchte, wir können den Typ nicht überzeugen. Erkennst du diesen Ort? Hier gaben die Schauspielerinnen, die durch meine Videos unsterblich wurden, ihr Debüt. Und ihre Abschiedsvorstellungen. Ich liebe diesen Raum. Er birgt so viele wunderschöne Erinnerungen. Zumindest für mich. Ich muss dich fürs Erste verlassen. Ich muss noch einige Dinge vorbereiten, damit ich mich um deinen Freund Hawker kümmern kann. Wir sehen uns schon bald wieder, meine Hübsche. Ach so, der Herr verschwindet jetzt. Und wir sind auf uns alert gestellt. Ich muss hier raus oder einen Weg finden, Hilfe zu holen. Okay, da haben wir diese Kamera. Pass auf, möchte ich jetzt mal speichern. Irgendwo. Spiel gespeichert. Gut. Mann, wo ist denn hier? Pass auf, jetzt werden wir uns mal ein bisschen umschauen. Da oben haben wir eine Kamera. Dieser Irre hat überall Kameras aufgestellt. Also ich glaube, es ist schon mal nicht der gleiche Mörder wie aus dem ersten Teil, weil der, ja, der ritt halt.
Matratze. Wie, die haben wir jetzt mitgenommen? Da schau her, eine ganze Matratze passend im Inventar. Pass auf, was haben wir denn da alles? Das Halsband ist fest um meinen Hals geschlossen. Ich kann es nicht entfernen. Ein Halsband? Ja, für was ist das Halsband gut? Nagelfeile. Unmöglich, im Inventar ist nicht genug Platz. Habe ich das richtig gesehen? Ach so, wir können die ganze mitnehmen. Ja, was soll ich denn jetzt? Jetzt habe ich die Matratzen dabei. Kann ich die wegwerfen? Kombinieren, trennen. Kann ich die irgendwo hinschleudern? Nick. Zurücklegen kann ich es auch nicht. Ja, was tue ich denn jetzt? Was ist denn das da? Dieser Eingang ist nicht nur reine Zierde. Was für ein Eingang ist das? Eine Platte wurde auf die Tür geschraubt. Fest verschraubt. Fest verschraubt. Da bräuchte man irgendwas, was man aufschrauben kann. Funktioniert nicht. Wahrscheinlich ist kein Strom drauf. Dieses Kabel ist an eine Steckdose angeschlossen und lässt sich nicht lösen. Ich muss es herausreißen. Ja, dann tu das. Das rühre ich nicht an. Warum nicht? Dieses verdammte Halsband versetzt meinen Stromstoß, sobald ich versuche, durch den Eingang zu gehen. Ach so, deswegen ist es gut. Ach du. Ach, die Dinger sind das? Können wir die da ablegen? Schon, gell? Das ist geil. Pass auf, dann können wir uns mal die Nagelfeile holen. Gibt's da im Kamin irgendwas? So, die haben wir dabei. Und sonst haben wir nichts mehr, oder? Da irgendwie Schminkzeug brauchen wir nicht. Pass auf, dann gehen wir mal da oben hin. Denn ich glaube mal, dass wir mit der Nagelfeile da irgendwas machen können. Checkst das? So, die vier Schrauben mal aus, oder? So, einen Deckel im Ab. Und da haben wir irgendwie so, ja, war nicht, Plantine. Eine Schalttafel. Scheint zu funktionieren. Zumindest im Augenblick.